Natürlich aus Allgäuer Milch. www.salita.de. Hallo und herzlich willkommen zu den Allgäu TV Nachrichten, liebe Zuschauer. Die närrischen Tage sind vorbei und sie waren ja ganz anders als in der Vergangenheit. Welches Fazit das Polizeipräsidium Schwaben Südwest zieht, erfahren wir nachher von meinem Studiogast Dominik Geißler. Außerdem haben wir Folgendes für Sie vorbereitet. Rechtfertigung, Erklärung und ein paar Spitzen. Der erste virtuelle Aschermittwoch von CSU und den Freien Wählern. Kontaktbeschränkung jetzt auch unter Enten, warum man derzeit im Allgäu versucht, Vögel-Hotspots zu vermeiden. Und Corona in Bayern dank Postkarte zum Impftermin. Und das Wetter, vormittags regnerisch, später auch Sonne. Livestream statt Veranstaltung vor Ort. So sah der politische Aschermittwoch in diesem Jahr aus. Trotz Aufnahme und Online-Übertragung ließ es sich die CSU nicht nehmen, wie sonst auch, ihren Livestream aus der Dreiländerhalle in Passau zu senden. Für die CSU und auch die Freien Wähler ging es diesmal vor allem um eins, und zwar um Corona. Doch natürlich gab es in guter alter Aschermittwochsmanier auch ein paar spitze Sprüche. Ein Moderator, ein Publikum aus Pappe und viele zugeschaltete Parteimitglieder. Veranstaltungen während Corona sehen halt einfach anders aus. Nach einer kurzen Einführung in diesen doch sehr besonderen politischen Aschermittwoch geht es auch schon recht schnell um das, was diesen Tag so besonders macht, der rhetorische Schlagabtausch unter den Politikern. Große Namen waren am Aschermittwoch geladen, vom Bundesvorsitzenden der CDU Armin Laschet und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder über den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bis zum bayerischen Kultusminister Michael Piazzolo. Auch Alexander Holt, Bezirksvorsitzender Schwaben der Landesvereinigung Freie Wähler Bayern, gab sich die Ehre. In der CSU kann man nur was werden, wenn man S im Namen trägt. Strauß, Stoiber, Seehofer. Mir kommt die SPD manchmal vor wie Schalke 04. Ja, wie Schalke 04. Ja, eigentlich einen großen Namen, tolle Geschichte, aber echt schlechtes Spiel. Wenn die Grünen regieren, dann wechseln sie die Farbe. Dann sind sie nicht mehr grün, sondern werden ziemlich grau. Ich fürchte, wie gesagt, im Herbst schwarz-grün. Das muss verhindert werden. Wir brauchen bürgerliche Perspektive und keine Verbotsperspektive an der Stelle. Vom aktuellen Kurs der Grünen scheint Söder nicht viel zu halten. Die vor kurzem viral gegangene Kampagne gegen Einfamilienhäuser habe den Ministerpräsidenten enttäuscht. Bayern ist ein grünes Land. Ohne Grüne im Amt. Und ich finde, das kann auch so bleiben. Doch nicht nur die Grünen bekommen ihr Fett weg. Auch die AfD muss ordentlich einstecken. Laut Söder sei die AfD eben keine Alternative für Deutschland. Die Partei sei erst so kurz im Parlament und habe schon so viel Spaltung gebracht. So viel Hass und so viel Hetze. Sie würden mit Rechtsextremen und Querdenkern sozusagen verschmelzen. Wäre Deutschland Mittelerde, Sie kennen vielleicht Herr der Ringe. Wenn Sie die Herr der Ringe-Saga kennen, wo wären dann die AfD? Sie würden sich nur in Mordor wohlfühlen. Da würden Sie hingehören. Ein kleiner Insider für alle Herr-der-Ringe-Fans, denn dort ist Mordor das Schreckensland der bösen Mächte. Noch klarer kann man seine Abneigung wohl kaum ausdrücken. Auch Michael Piazzolo von den Freien Wählern hält offensichtlich nicht viel von manch anderen Parteien. Ich sage aber auch ganz deutlich, das, was die Opposition gerade auch in den letzten Wochen geleistet hat und sich geleistet hat, das ist schon, ja, ich würde sagen, das ist ein Vergehen teilweise an den Jugendlichen und Kindern, auch an der Schulpolitik. Da wurde versucht, Sand ins Getriebe zu werfen, da wird gebremst. Gerade auch jetzt in den letzten Tagen, was die Aktivitäten in der Faschingswoche anbetroffen hat, da gab es, ich sage es ganz deutlich, Falschmeldungen, gerade aus der Opposition, hier was den Unterricht in den Faschingsferien anbetrifft. Parteikollege Hubert Aiwanger unterstützt diese Aussage. Auch er halte nicht viel von der Opposition, sie würde spotten und heucheln. Beim politischen Aschermittwoch wird aber nicht nur über die Konkurrenz hergezogen, selbst vorm bayerischen Regierungspartner macht Ministerpräsident Söder keinen Halt. Der Einfluss der Freien Wähler in Berlin ist ungefähr genauso stark wie auf dem Mond, liebe Freunde. Prost übrigens an der Stelle mal.
Doch neben lockeren Sprüchen und angriffslustigen Aussagen war das Hauptthema des ersten virtuellen Aschermittwochs Corona. Ministerpräsident Markus Söder erklärte und rechtfertigte in seiner Rede lang und breit seine Vorgehensweise in allem rund um die Pandemie. Corona mache keinen Spaß. Auch er habe viele schlaflose Nächte hinter sich. Ihn erfülle ein schlimmes Gefühl, wenn er an die Todeszahlen denke. Was den bayerischen Ministerpräsidenten aber wirklich ärgere, sei, dass manchen Menschen die Corona-Toten gleichgültig geworden seien. Jede Generation hat Krisen zu bewältigen. Dies ist unsere. Bestehen oder zerbrechen, das ist die Aufgabe. Ich bin für Bestehen. Und ich verspreche Ihnen, wir werden das und wollen das bestehen. Als CSU müssen wir da leider vorangehen, denn andere drucken sich echt oft weg. Doch der bayerische Wirtschaftsminister sieht das etwas anders und kritisiert die Vorgehensweise in Sachen Corona. Und wir haben ja den Vorschlag gemacht, anstatt den Handel zu schließen, doch ernsthaft darüber nachzudenken, mit FFP2-Masken die Läden offen zu halten. Wir hätten uns zig Milliarden Euro sparen können. Ich jedenfalls möchte kein zweites Ischgl mehr erleben. Laut Markus Söder haben die Maßnahmen gefruchtet. Als Beweis zählt er die Inzidenzzahlen verschiedener bayerischer Landkreise und Städte auf. Doch trotz guter Zahlen sei die Stimmung im Land schwierig und das liege an falschen Versprechungen. Der Bund habe Fehler gemacht, so Söder. Es ist die Zeit jetzt zu handeln, auszuzahlen, Dampf zu machen. Und zwar schneller als bislang geplant. Die zweite sind natürlich das Impfen. Da haben wir falsche Erwartungen und Hoffnungen an der Stelle geweckt, die leider nicht erfüllt wurden. Denn Impfen ist bei all den anderen Vorschlägen, die sind ganz noch so viel testen parallel und Masken machen, wirklich nützen, tut nur die Impfung. Diese Perspektive geben, und die heißt für mich, dass wir allerspätestens zu Ostern öffnen müssen. Möchte ich eine Prognose für Ostern abgeben? Weiß nicht. Wir wissen ja nicht, was nächste Woche ist. In einem sind sich Aiwanger und Söder also einig, und zwar, dass sie sich eben oft nicht einig sind. Wir haben jetzt die Friseure als ersten Schritt geöffnet. Für die einen ist, sagen, das ist nur Mode, okay, sei doch nicht wichtig, Haarschneiden. Ja? Wir diskutieren das im Kabinett auch immer. Albert Fürcker hält das Thema für übertrieben. Hubert Aiwanger sagt, das ist ihm eigentlich egal. Ich habe Verständnis dafür und sehe das auch ja jeweils, wenn man hinschaut. Ein kleiner Augenzwinkerer rüber zum Herrn Söder. Lieber Herr Söder, passen Sie auf. Nach einer knappen Stunde voll Corona, flotten Sprüchen, Erklärungen und Rechtfertigungen bleibt für unseren Ministerpräsidenten aber eine Frage offen. Übrigens, meine Haare wachsen auch unendlich. Würde mich übrigens mal interessieren, vielleicht könnt ihr da mal eine Resonanz geben. Sollen wir sie länger lassen, also bis auf die furchtbaren Koteletten, sollen wir sie länger lassen oder lieber wieder kürzer? Feedback wäre ganz spannend. Falls Sie also eine stylische Idee für die Frisur unseres Ministerpräsidenten hätten, dann schreiben Sie doch eine E-Mail an die Staatskanzlei. In Memmingen wurde vor gut zwei Wochen ein Fütterungsverbot für Wildvögel erlassen. Der Grund: in Deutschland grassiert derzeit eine Geflügelpest. Wie auch bei uns Menschen möchte die Stadt damit große Ansammlungen von Vögeln verhindern, um die Ansteckung möglichst klein zu halten. Forscher vermuten ja, dass das Coronavirus von Fledermäusen stammen soll, also von Tieren. Kann von der Geflügelpest also eine ähnliche Gefahr für den Menschen ausgehen? Der Stadtpark Neue Welt in Memmingen. Hier tummeln sich täglich hunderte Enten, Tauben, kleine Vögel und auch ein paar Schwäne sind zu sehen. Der Stadt ist das momentan ein Dorn im Auge, denn die Geflügelpest grassiert derzeit in Deutschland. Und ähnlich wie bei der Corona-Pandemie soll deren Ausbreitung möglichst klein gehalten werden. Enten-Hotspots sind also ein No-Go. Darum wurde Anfang des Monats ein Fütterungsverbot für Wildvögel erlassen. Das Fütterungsverbot bezweckt Folgendes, dass eben nicht viele Tiere auf einem Fleck zusammenkommen, sondern die Wildvögel eben dort, wo sie sonst sich aufhalten, eben auch ihre Futter suchen und nicht an bestimmten Hotspots zusammen sich finden, um da eben gemeinsam zu fressen. Bei unseren Dreharbeiten haben wir jedoch bemerkt, dass Wildvögel nahezu 100% der Querdenkerbewegung anzurechnen sind. Denn Kontaktbeschränkungen interessiert sie erstmal herzlich wenig. Unter den Tieren führt die Geflügelpest innerhalb kürzester Zeit zum Tod. Doch ist sie auch eine Gefahr für den Menschen, ähnlich wie Corona? Bisher, was wir
weiß und was die Forschung sagt, ist die Geflügelpest eigentlich eine reine Tiererkrankung, ein Tierseuchenerreger, der sich eben bei Geflügel, bei Wassergeflügel, bei Laufgeflügel, bei Hühner, Enten, Gänse und so weiter, Truthühner eben manifestiert hat. Und ein Erreger, der vor allem bei den Vögeln vorkommt, aber nicht bei Menschen. Für uns Menschen also ungefährlich. Gefahr besteht jedoch für Vögel von Geflügelhöfen, wie beispielsweise die Puten von Robert Adelwart. Rund 1500 Puten hält er auf dem Hof in Hetzlinshofen. Bei der letzten Geflügelpest 2016 mussten dort bereits Schutzmaßnahmen ergriffen werden, erinnert sich der Landwirt. Als die dann Richtung Allgäu kamen, mussten wir natürlich irgendwann dann auch zuschließen. Wir hatten zuerst noch eine Sondergenehmigung, dass wir auflassen dürfen, weil unsere Tiere natürlich, ich meine, es ist nicht so einfach, die Tiere, wenn das gewöhnt sind, dass die jeden Tag raus dürfen, die auf einmal reinzusperren. Einfliegende Wildvögel könnten die Tiere im Außengehege mit Krankheiten anstecken. Aus diesem Grund die Einschließung in den Stall, die derzeit jedoch noch nicht verordnet wurde. Ein erkranktes Tier auf dem Hof würde eine Keulung des gesamten Bestandes bedeuten und auch der Tiere der Nachbarhöfe. Finanziell ist das bei der Biohaltung natürlich ein bisschen ein Problem oder vielmehr bei der Bioputenhaltung. Bei anderen Tierarten weiß ich das nicht so genau. Aber es gibt natürlich da schon Versicherungen, zum Beispiel die Tierseuchenkasse, die dann in Kraft tritt. Allerdings muss man natürlich sagen, es gibt keine Berechnungen für Bio-Puten, nur für konventionelle. Und wenn ich natürlich da heute Entschädigung kriege von einer konventionellen Pute, die ja nur einen Bruchteil vom finanziellen Wert darstellt, habe ich natürlich ein Problem. Dann ist wahrscheinlich hier erstmal Feierabend. Gell? Große Bedenken hat der Landwirt aber trotzdem nicht. Er kennt seine Tiere ganz genau und erkennt mit einem Blick, wenn eines davon nicht gesund ist. Also ich habe überhaupt keine Angst vor der Geflügelpest erstmal. Erstmal bin ich kein Angstmensch. Und sie ist ja jetzt erstmal nur weit weg. Und wenn man so an die Vergangenheit denkt, die ist ja auch, ist auch schnell wieder Geschichte. Von daher hoffen wir mal, dass alles gut geht. Damit rechnet auch Ludwig Singer. Da das Virus nur in der Kälte gut überlebt, verschwinden derartige Krankheiten in der wärmeren Jahreszeit so schnell, wie sie aufgetaucht sind. Die Tiere im Allgäu sind bisher übrigens von der Geflügelpest verschont geblieben. Gleich geht es weiter mit Kompakt, unter anderem mit einem Besuch von Gesundheitsminister Klaus Holleczek, der am Lesertelefon der Allgäuer Zeitung Fragen beantwortet hat. Hey Philipp, hast du schon gehört? Die Franzi aus der 9B, die hat sich online eine Monsterspinne mit 20 Beinen gekauft. Nee, echt? Und ich habe einen Post gelesen, im Bodensee ist jetzt ein Dinosaurier aufgetaucht. Was? Krass. Zeig mal her. Das muss ich sofort teilen. Das ist ja wirklich unglaublich. Zwischen Fake und Realität liegen oft digitale Welten. Mit dem Medienführerschein Bayern können Sie Kinder und Jugendliche auf einen verantwortungsbewussten und kritischen Umgang mit Medien vorbereiten. Jetzt neu mit noch mehr hilfreichen Filmclips, Tipps und digitalen Übungen für verschiedene Altersgruppen. Machen Sie mit. Ein Angebot für Lehrkräfte, Erzieher und Erzieherinnen und Eltern. Medienführerschein Bayern. Mit Spaß und System zu mehr Medienkompetenz. Die kostenlosen Materialien, Filmclips und Übungen finden Sie auf www.medienführerschein.bayern. Unkompliziert, schnell, zuverlässig. Von der Broschüre bis zum Großformatdruck lassen Sie sich von unserer Produktvielfalt inspirieren. Wir rücken Ihre Werbung ins richtige Licht. Druckerei Wagner in Mindelheim. Auto Heinz und Marx. Kompetenz für die Technik von morgen. Wir sind Ihr Partner für Wartung, Service oder Reparatur Ihres Volvo. Und das seit mehr als 43 Jahren. Besuchen Sie auch unsere Fahrzeugausstellung. Auto Heinz und Marx. Ihr Volvo-Servicepartner in Kempten. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobsimallgäu.de ist Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren, Lebenslauf hochladen und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Oder ohne Registrierung direkt mit einem Klick bewerben. Jobsimallgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Waffenbär,
das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. All You Can Read. Kostenlos, informativ, unterhaltsam. Aktuelle Nachrichten, Blaulicht und Boulevardthemen. Unternehmensnews und vieles mehr. Allin.de. Das Allgäu online. Entspannung pur. Bei jedem Wetter finden Sie im 5-Sterne-Sauna-Paradies ab 16 Jahren in der Alpentherme Ehrenberg in Reutte. Übrigens, auch für Familien bietet die Badewelt viele Attraktionen. Alle Infos finden Sie unter alpentherme-ehrenberg.at. Via Nova Naturprodukte. Qualität im Allgäu. Seit über 30 Jahren. Wir heißen Sie in unserem Werksverkauf herzlich willkommen und beraten Sie gerne. Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika nach dem Vorbild der Natur. Und jetzt die Kurznachrichten vom Donnerstag. Ein schwerer Bergunfall hat sich gestern Nachmittag bei Oberstdorf ereignet. Oberhalb des Geisalpsees lösten zwei Personen eine Lawine aus und wurden von ihr mitgerissen. Dabei stürzten sie auch eine 30 Meter hohe Felswand hinab. Die beiden Bergsteiger blieben schwerst verletzt und teilverschüttet liegen. Beim Eintreffen des Notarztes hatte ein Ersthelfer bereits eine der Personen ausgegraben. Bei ihr wurde ein Herz-Kreislauf-Stillstand festgestellt und sofort mit der Reanimation begonnen. Erfolgreich. Die zweite Person wurde von einem Team der Bergwacht geborgen und stabilisiert. Beide Patienten wurden per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. AZ-Lesertelefon mit Klaus Holleczek. Ein persönliches Gespräch mit dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holleczek. Die Möglichkeit haben gestern zahlreiche Allgäuer genutzt. Sie haben beim Lesertelefon der Allgäuer Zeitung in Kempten angerufen. Im Mittelpunkt der Gespräche stand das Thema Impfen. Denen, die angerufen haben, war es erstmal wichtig, dass sie einen Termin kriegen. Das konnte ich leider auch nicht im Detail sagen, weil das ja mit der Software und mit den einzelnen Fragen vor Ort zusammenhängt. Dem einen oder anderen konnte ich sagen, dass ich glaube, dass AstraZeneca auch ein zuverlässiger und sicherer Impfstoff ist. Ich persönlich, wenn ich dran bin, würde mich tatsächlich auch mit dem Impfstoff impfen lassen. Im Moment haben wir halt einfach zu wenig. Deswegen müssen wir jetzt mit dem Impfstoff, der da ist, Angebote machen. Eine Stunde hat sich der Gesundheitsminister Zeit für die Fragen der Anrufer genommen. Die Zusammenfassung lesen Sie morgen in der Allgäuer Zeitung. Im Landkreis Lindau hat es einen Corona-Fall der südafrikanischen Variante gegeben. Das hat das Landratsamt heute mitgeteilt. Eine entsprechende Genomsequenzierung habe diesen Befund gebracht. Bei einem zweiten Verdachtsfall war wegen mangelnder Virenlast keine Sequenzierung mehr möglich. Die beiden begründeten Verdachtsfälle von Virusvarianten waren am 5. Februar gemeldet worden. Aktuell sind laut Landratsamt keine weiteren Infektionen mit einer Virusvariante bekannt. Und jetzt noch die Wetteraussichten fürs Wochenende. Das Adlerwetter wird präsentiert von den Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen. Entdecke jetzt alle Adler 7 Stationen und mach die Zwei-Länder-Skiregion zu deinem Revier. In der Nacht wird es teils bewölkt, teils neblig. Die Werte liegen zwischen 2 und 4 Grad plus. Der morgige Vormittag wird regnerisch bei 7 bis 9 Grad. Im östlichen Allgäu bleibt es trocken und die Sonne zeigt sich zwischendurch. Am Nachmittag verzieht sich der Regen wieder. Vielerorts zeigt sich die Sonne. In und um Kempten bleibt es bewölkt. Das Thermometer klettert auf bis zu 11 Grad. In den Allgäuer Bergen wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Tiefstwerte liegen bei minus 5 Grad. Am wärmsten wird es auf dem Gründen mit 6 Grad plus. Am Samstag erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken bei Höchstwerten von 14 Grad. Der Sonntag bringt strahlenden Sonnenschein bei 16 Grad. Zum Wochenstart ändert sich kaum etwas. Bei mir im Studio jetzt Dominik Geißler, Pressesprecher vom Polizeipräsidium Schwaben-Südwest. Herzlich willkommen, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Recht vielen Dank für die Einladung, Herr Schnier. Sehr gerne, Herr Geißler. Wie hat denn die Polizei die närrischen Tage erlebt?
Ja, also im Zuständigkeitsbereich unseres Polizeipräsidiums Schwaben Südwest ist es in diesem Jahr nur zu sehr wenigen Polizeieinsätzen gekommen. Natürlich auch pandemiebedingt waren Veranstaltungen nicht zulässig. Größere Menschenansammlungen mussten unterbleiben. Und deswegen hatten die Kollegen in diesem Jahr schon ein relativ ruhiges Fasnacht. War es denn anders wie sonst für die Kollegen? Es ist natürlich anders vor dem Hintergrund der Pandemie. Die Kollegen haben einen anderen Aufgabenbereich. Wie gesagt, Veranstaltungen fallen weg, Faschingsumzüge fallen weg, die ansonsten begleitet werden müssen von der Polizei. Und im Gegenzug muss man natürlich auch diese Corona-Schutzmaßnahmen überwachen. War denn überhaupt was los? Es war vereinzelt was los. Also wir bekamen in der Einsatzzentrale vereinzelt Mitteilungen über Personen, die sich verkleidet in der Öffentlichkeit zeigten. Es waren Jecken unterwegs, aber das waren dann hauptsächlich welche, die in Familiengruppen unterwegs waren, also in zulässigen Gruppen. Mhm. Wir hatten zwei größere Einsätze zu fahren. Das war einmal in Schwangau. Da bekamen wir die Mitteilung über einen Fasnachtsumzug, der sich dort ereignet hat. Die Kollegen sind dann angefahren und man hat dann festgestellt, drei Faschingsumzugswägen, also richtig gut geschmückt, wie man es eigentlich kennt aus der Fasnacht, und eben entsprechend Personen, die sich dort als Jecken verkleidet, eben die da gefeiert haben. Die Kollegen mussten diese Zusammenkunft dann auflösen. Ja, und wie es in der momentanen Zeit üblich ist und es die momentane Rechtslage auch vorschreibt, folgen jetzt Bußgeldanzeigen. Und das zuständige Landratsamt Ostallgäu ist mit der weiteren Verfolgung dieser Anzeigen betraut. Okay, also da drückt man auch in der närrischen Zeit kein Auge zu. Ja, vor dem Hintergrund des Infektionsschutzes können wir das nicht. Wir sind ein staatliches Organ, wir sind der Verfassung verpflichtet und müssen das Recht überwachen und auch durchsetzen und entsprechende Verstöße verfolgen. Verstehe. Haben Sie denn als Polizei den Eindruck, dass es in der Bevölkerung so eine gewisse Corona-Müdigkeit über die Maßnahmen jetzt gibt? Also ich glaube, das kann nur ein subjektiver Eindruck sein, zumindest in unserer Statistik, in den Zahlen, die wir jeden Tag erfassen. Also die Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz durch Menschenansammlungen, durch unzulässige Kontakte und dergleichen, diese nehmen nicht zu. Mhm. Aber natürlich, das betrifft einen im privaten wie im beruflichen Bereich. Wir haben alle eine lange Durststrecke hinter uns und man weiß gleichzeitig auch nicht, was bringen die nächsten Wochen, was bringen die nächsten Monate. Und da ist natürlich auch eine gewisse Verdrossenheit auch nachvollziehbar. Ich glaube, wir wären alle ganz froh, wenn wieder Normalität einkehrt, oder? Ja, natürlich. Das fängt natürlich an beim Gewerbetreibenden, beim Gastronomen. Jeder, der finanziell Einschnitte verzeichnen muss während dieser Zeit und hört bei den Privatpersonen auf. Polizeibeamtinnen und Beamte sind auch Privatpersonen. Verstehe. Außerhalb des Dienstes. Dann Dankeschön für Ihren Besuch. Viele Grüße an die Kollegen. Vielen Dank. Und wir, liebe Zuschauer, schalten jetzt um in die Werbung. Anspruch das passende E-Bike. Wir führen Top-Räder ohne Kompromisse. Welches E-Bike passt zu mir? Wir beraten Sie gerne. Immer Rückenwind. Zweirad Lämmle. Wir bauen auf Holz. Mit Erfahrung und Leidenschaft. Modern und hochwertig. Böden, Einrichtungs- und Gestaltungsbeispiele auf 1500 Quadratmetern. Holz und Bau Esper Müller in Kaufbeuren. Ihr starker Partner für Innenausbau mit dem Naturprodukt Holz. Leiten Sie gezielt Interessenten auf Ihre Website und steigern Sie das Kundeninteresse, die Aufrufe und Ihre Online-Verkäufe mit Google Ads. Wir zeigen Ihnen wie. Scholle geht immer. Eiskalt fresh aus der Flasche genießen. Alle hopp, die Weinscholle to go. Jetzt abchecken auf allerhopp.de. Deutschlands einziges Hutmuseum.
Ausgezeichnet mit dem Bayerischen Museumspreis 2015. 300 Jahre Hutgeschichte. Zum Anfassen und Aufsetzen. Hutmuseum Lindenberg. Jetzt entdecken. Egger Technologie ist Ihr professioneller Partner für Trinkwasseraufbereitung aller Art. Natürlich mit Vollservice, Beratung, Planung, Montage und Wartung. Alles aus einer Hand. Mit Technik von Egger wird's Wasser lecker. Weil das Allgäu unser Zuhause ist. Weil man dem vertraut, den man kennt. Ich habe meinem Freund einen Tipp gegeben, er soll zur Sparkasse Allgäu gehen. Die sind immer in meiner Nähe, haben wirklich super Finanzprodukte. Ja, und weil mein Freund weiß, dass er mir vertrauen kann, kassieren wir jetzt beide eine Prämie. Wenn's um Geld geht, Sparkasse Allgäu. Seit vielen Jahren stehen wir für feinste Weichkäsespezialitäten und Heumilchprodukte, die sich durch wertvolle Zutaten und besten Geschmack auszeichnen. Bio-Käserei Zurwies, Ihre Bio-Heumilchmolkerei im Allgäu. Senioren können sich in Bayern bald auch per Post für eine Impfung gegen das Coronavirus anmelden. Die Landkreise und kreisfreien Städte sollen dafür Karten an über 80-Jährige verteilen. Der Mittelstand, Unternehmerverband, beklagt die schleppende Auszahlung von Wirtschaftshilfen und kostenlose Corona-Schnelltests ab 1. März. Jetzt in Corona in Bayern. Ab heute verschickt das Gesundheitsministerium an alle bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte vorfrankierte Anmeldekarten. Damit können sich Seniorinnen und Senioren ab 80 Jahren auch per Post für eine Corona-Impfung anmelden. Auf den Karten sollen Name, Telefonnummer und Postleitzahl vermerkt werden. Diese Infos können dann zurückgeschickt werden. Im Anschluss meldet sich das Impfzentrum, um einen Termin zu vereinbaren. Wir bieten Menschen über 80 Jahren mit der neuen Kampagne einen besonders leichten Zugang zur Impfung. Gerade für unsere ältesten Mitmenschen ist die Impfregistrierung eine besondere Herausforderung, so Gesundheitsminister Klaus Holleczek. Bereits über 200.000 Menschen über 80 haben in Bayern eine Erstimpfung erhalten. Der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft Bayern ist beunruhigt über die weiterhin schleppende Auszahlung der Corona-Hilfen. Wir sehen ganz klar, dass die Stimmung im Mittelstand kippt. Der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft hat soeben eine Befragung gemacht unter 1.600 Unternehmerinnen und Unternehmern. Und wir stellen hier unter anderem fest, dass weit über die Hälfte der Befragten gegen eine Verlängerung des Lockdowns über Mitte Februar hinaus sind. Mehr als 60% der Befragten mussten bereits Unternehmerhilfen in Anspruch nehmen. Und hier zeigt sich ein anderes dramatisches Ergebnis. Über die Hälfte musste 4 Wochen oder länger auf die Hilfen warten und ein Viertel sogar bis zu 3 Monaten. Der Verband appelliert an die Politik, die Prozesse dringend zu beschleunigen und die fehlenden Hilfen schnellstmöglich zur Verfügung zu stellen. Außerdem wünscht sich der Verband eine klare Perspektive für seine Betriebe und einen verbindlichen Fahrplan. Ab 1. März sollen bundesweit kostenlose Schnelltests zur Verfügung stehen. Der Bayerische Gemeindetag begrüßt die Initiative der Regierung. Allerdings warnen Kommunen und Ärzte vor zu hohen Erwartungen an die Tests. Was es braucht, ist eine klare Strategie. Teil dieser Strategie ist es natürlich, dass wir mit Schnelltests, möglichst mit solchen, die wir auch selber anwenden können, natürlich Leben wieder ermöglichen in einem Umfang, wie es jetzt aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht so ohne weiteres geschehen konnte. Der Besuch von Kinos, der Besuch von Theatern, der Besuch von Gaststätten wäre mit Schnelltests wieder darstellbar. Und jenseits der Teststrategie brauchen wir natürlich auch eine deutlich höhere Impfquote. Geplant sind Gratis-Schnelltests in Testzentren, Arztpraxen und Apotheken, mit denen man innerhalb von 15 Minuten ein Ergebnis bekommt. Gerade in der jetzigen Zeit wird natürlich viel über den Einfluss dieser Pandemie auf den Menschen diskutiert. Aber welche Auswirkungen haben eigentlich geschlossene Hundeschulen auf das Verhalten von Hunden? Mehr dazu morgen. Schönen Feierabend. Salite, eine
natürlich aus Allgäuer Milch. www.salita.de